Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Team Sonic Racing. Level 1-4 geht's jetzt weiter in normal. Let's go. So, weiß geht's gut. Heute spielen wir mit Tails. Machen wir mal wirklich sehen, Party ein bisschen Abwechslung. Tails mag ich persönlich nicht so gern. Ich bin meine persönliche Meinung. Aber Abwechslung ist auch immer gut. Ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Macht euch bereit für das knallharte Überlebensrennen. Überlebensrennen? Genau. Nach jeder Runde wird der Letzte eliminiert, bis nur der Schnellste bleibt. Knallhart? Eliminiert? Das sind verstörende Worte. Ich bin nicht verstört. Ich bin neugierig. Na los doch! Okay, das hört sich doch sehr interessant an. Und dann schauen wir doch mal, wie Doctors meinen wird. Ein Überlebensrennen. Ist krass. Aber sie kommen bestimmt hin. Okay, also hier müssen wir überleben, oder wie? Das hört sich sehr spektakulär an. Aber mal sehen, wie es wird. Wir drücken A. Und fang an. Nichts hält uns ab, so ist's aus. Unser Team. Knuckles, Sonic und Is. Also wie immer eigentlich die selben Bedingungen, die wir auch jetzt hier wieder haben. Und let's go. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt ein Überlebensrennen von einem normalen Rennen unterscheidet. Ich weiß nur, dass es geil ist. Also ich habe es in den letzten Parts schon gesagt, dieses Spiel ist so cool. Ich mag es wirklich. Und vor allem spielt es auf dem Xbox-Controller so geil. Also der ist nicht umsonst einer wirklich, wirklich guter Controller. Also ich kann es jetzt mal sagen, schlicht und weg, ich bin begeistert von dem Spiel. Deshalb kommt das Spiel wirklich auch selber am Tag hier. Und weil es das bei durchbringen will, also das geht generell früh auch jetzt auf die Welt, aber ich glaube, dass wenn ich beide halt zusammen am Tag bringen würde und noch dann meine Streams etc. pp, dann wird ja halt überhaupt nicht mehr nachkommen an den Output, an Input, Output, whatever, an Videos, den es gibt. Ich glaube, das wäre nicht so krass, deshalb weiß ich noch nicht. Vielleicht demnächst. Aber an den Projekten, die jetzt anstehen, spätestens bei Mario Maker 2 brennt eh die Bude. Also das wird derbe gehypt hier auf dem Channel, also da brennt nicht so der Bude, da brudelt die Restik. Das wird dann zu cool, wenn das dann weiter seid. Hab's mir auch ein vorbestellt bei meinen örtlichen Saturn, was geil ist, weil ich da die Special Edition bekomme und auch noch so ein Pen, worüber ich mich sehr freue. Werde es natürlich dann noch unboxen, also das ist klar. Und ein Pen und alles zeigen, mache ich dann alles, was dann zum ersten Part. Wird nämlich kein normaler Part sein, sondern am Anfang eben dieses Unboxing. Und danach schneide ich dann auch so ein das Gameplay rein, was eigentlich irgendwie so, also das wird mal ein bisschen besonderer Part werden. Und hier bin ich gegen mein Mikrofon gewumst, habe es gut gemacht. Hashtag I know. Es geht wie immer, am Anfang von jedem Rennen bin ich noch nicht so gut, aber es kommt mit der Zeit. Okay, Tremi-Wahlen kann man zu ihnen erledigen. Ihr Fakt haben eigentlich auch in Vorderinformation klar, die es genannt haben. Und ist ja beinahe in die Segel dort reingefahren. Puh, es hätte nicht mal einen Schutzumhang gehabt, wäre es jetzt Descent am Arsch gewesen. So, aber Hashtag. Überleben das Rennen. Nein! Mist! Jetzt bin ich hier doch reingerust. Das wollte ich uns eigentlich genau verhindern. Danke, dass mir Sonic mein Item geklaut hat. Hast du gut gemacht. Teammitglied. Irgendwie kann es das sein, dass Knuckles verreckt ist oder so? Aber der ist gerade noch ein fettes X da. Ach ja, Überlebensrennen. Ne, und wenn man nicht überlebt, dann verreckt man. Wie auch immer, sie es jetzt geschafft hat zu verrecken, ist hinterfrag es nicht. Wie auch immer, es auch Sonic geschafft hat zu verrecken, ist hinterfrag es nicht. Fliehen wir hier vor irgendwas oder was? Das Problem.
Naja, ich sag mal, dass mich auf den ersten. Man darf nicht letzter werden, oder wie? Ach, oh, scheiße. I got it. Irgendwie, wenn man letzter wird oder so, dann ist man irgendwie dann ausgesiedelt nach einer bestimmten Zeit, oder wie? Ist das so eine Scheiße? Was? Was trifft mich denn hier auf einmal für eine Scheiße? Was ist denn das? Ich war hohl und plötzlich aus dem Nix trifft mich hier so eine Bumskugel. Keiner weiß, was Sache ist. Weißt du, wo scheiße das eigentlich ist? Hier. Ja, immer ein zweiter hier, das ist ja, genau. Natürlich war es nicht scheiße ja auch noch, nein. Hier, es eskaliert jetzt ja hier wirklich. Komm, will erster werden. Jetzt weiter. Sind wir bei Nordentotten oder was? Sind wir uns mit dem Seitenplatz zu ver. Ja, die. Ja, das Ding fliegt vor. Was? Was ist das für ein Arschloch? Hilft einfach dir nur Scheiße in die Fresse, aber immerhin bin ich weiter geworden. Der Beste aus meinem Team. Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber es war doch in Ordnung. Oh, was? Ach, wir sind nur Zweiter geworden. Scheiße. Ja, weil die anderen alle so schlecht waren in meinem Team, ne? Ich war Zweite. Aber die anderen waren alle so schlecht. Das war ziemlich brutal, Dodan-Pan. Was soll ich dann sonst machen? Zerbrich dir nicht ein hübsches Köpfchen, junges Igelchen. Es ist kompliziert. Das ist ja echt hier. Etwas Herablassenderes habe ich heute noch nicht gehört. Der Tag ist noch jung. Ja, der Tag ist noch jung. Und damit hat der blaue Igel das alles mal Rest. Ja, ich habe Team Rose freigeschaltet. Das. Damit geht das so in Kapitel 2 jetzt dann, oder wie? Das ist ja krass hier. Aber das fehlt uns auch noch aus Kapitel 1. Dann machen wir das jetzt noch in dem Part. Und nehmen. Ah, die will ich eigentlich erst ab dem nächsten Part machen. In dem Part bleiben wir wirklich mal bei Tails. Und schauen uns das jetzt hier einfach mal mit Tails an. Was die Roulette Road ist. Hört sich das sehr interessant an. Und dann geht's mit dem zweiten Kapitel, nämlich im. Vierten Part ist es, glaube ich, weiter. Passt dann dementsprechend ganz gut. So, wie viele Kapitel gibt es eigentlich in einem guten Spiel? Keine Ahnung. Aber das haben wir mit zwei Google-Suchen gefühlt schon herausgefunden. However, es geht schon los. Schuss. Was ist denn das hier? Hä, was muss man hier machen? Das ist ja keine normale, ist das hier auf Zeit oder Ringe losfahren? Oder ich hab da gerade mir nicht aufgepasst, wie ich es erklärt habe. Was ist das hier? Es sieht geil aus, definitiv. So Casino-mäßig, Roulette. Es sieht geil aus, gar keine Frage. Aber ich hab keinen Bock, was machen soll. Ach, man muss hier durch die roten Dinger fahren, oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Ne? Ach, und dann bekommt irgendeine Anzahl an Münzen, und je nachdem, wie viele Münzen man hat. Oh, jetzt wird man jetzt ein. Ja, wie soll ich das jetzt sehen? Es blickt jetzt noch nicht ganz so durch. Aber der ganze Spaß geht irgendwie auf Zeit und das ist jetzt vorbei. Das will ich nochmal machen. Adios, amigos. Ich glaube. Oh, ey, was ist denn das hier? Was hier irgendwie. Ich hab's immer noch nicht geblickt. Irgendwie muss man hier durchfahren. Aber wenn man da irgendwie wie viel
Münzen bekommt und für was man die bekommt, keine Ahnung. Und wie genau man die durchfahren muss, ich weiß es nicht. Ja, weil irgendwie gibt es ja für Dingsbums. Hä? Mir gibt es gefühlt hier nur für Restpunkte. Aber muss irgendwie durch die roten Dinger fahren. So viel habe ich jetzt begriffen. Und dafür noch einiges an Punkten hier. Ich habe jetzt erst gerade weniger als das letzte Mal. Das ist ja hier peinlich. Ich würde freuen, wenn es noch ein paar mehr werden würden. Hallo, ich bin halt da. Ja, als ob das nicht mehr zählt hier. Ja, was sind das hier? Komm, nee, das lasst du weg, das ist mir viel zu kompliziert. Ja, glaube ich, ist für den Grund auch keine Nebenmission, ja. Okay. However, mit der Kapitel 2 geht's aber erst im nächsten Part weiter. Dann ist jetzt hier ein bisschen kürzere Part. Das macht an meinen Augen keinen Sinn, damit jetzt einen Angriff anzufangen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.